Wir springen zurück in das Jahr 2017, wo sich der erste FC Köln doch tatsächlich fürs internationale Geschäft qualifizieren konnte. Was ein Wahnsinn! Mit Gruppengegnern wie Arsenal London oder Roter Stern Belgrad stand somit auch einigen hitzigen Duellen auf und abseits des Platzes nichts mehr im Wege. Im Hinspiel gegen die Serben sollten die Domstädter Heimrecht erhalten. Am Vorabend war Colonia natürlich mit mehreren Haufen in den eigenen Gebieten gehörig auf der Pirsch, da der Buschfunk mitteilte, dass die Serben bereits in der Stadt seien. Interessanterweise war die Szene aus Belgrad mit mehreren durchmischten Haufen an mehreren Ecken in Köln am Vorabend bereits zugange. Wohl um mit einem Höllenmob von 200 bis 300 Personen einer direkten Ingewahrsamnahme aus dem Weg zu gehen. Die Folge dessen waren mehrere Auseinandersetzungen in Köln, bei welchen auch der rot-weiße Heimpöbel mehrfach den Rückwärtsgang einlegen musste. So kann man im Nachgang sicher sagen, dass die ausgetragenen Gefechte durchaus ausgeglichen verliefen. Am Spieltag selbst lief der Auswärtshaufen mit einem groß angelegten Marsch zum Stadion. Auch die Kölner Szene rund um die Südkurve konzentrierte sich auf die optische Aktion, welche zu Spielbeginn im wahrsten Sinne des Wortes erleuchten sollte. So erschienen mehrere Glitzerfolienbahnen sowie Konfetti mit in etwa 20 angerissenen Fackeln auf der Südkurve Köln. Zitat Wilde Horde: Trotz 2300 anwesenden Bullen wehte bereits am Vorabend ordentlich Anarchie durch die Gassen. Die Serben waren mit einem wirklich geilen Assi-Volk zugegen, sodass es überall in der Stadt zu Knallereien kam, bei welchen man zugegebenermaßen auch ein zweimal den Rückwärtsgang einlegen musste. Im Stadion blieben die Gäste hingegen hinter ihren Erwartungen, auch wenn sie sicher für hiesige Verhältnisse noch auf einem guten Niveau waren. Zum Intro sollte ein Konfetti-Chaos mit Glitzerfolienbahnen gezeigt werden, welche mit einigen Fackeln untermalt wurden. Am Ende half aber alle Euphorie nichts und so ging das Spiel unnötigerweise mit 0:1 verloren. Nach dem Spiel blieb weitestgehend alles ruhig, sodass es zu keinen Reibereien zwischen beiden Seiten mehr kam. Das sollte sich spätestens dann beim Rückspiel wieder schlagartig ändern. Das soll dann aber in einem weiteren Video thematisiert werden. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.